Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alter. In diesem Video möchte ich euch dabei helfen, die richtige Taucheruhr für eure Sammlung zu finden. Dabei stelle ich euch vier Uhren vor, die eure Suche beenden und die nicht mehr als 2000 Euro kosten. In der Description findet ihr dazu ein kleines Freundschaftsgeschenk, genauso wie die Links, mit denen ihr die Uhren noch ein wenig besser kennenlernen könnt. Genug der Vorrede, lasst uns direkt einsteigen mit Uhr 1. Ab geht's! Die erste Taucheruhr, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Tissot SeaStar 1000 Powermatic 80 Silizium. Die SeaStar ist eine sehr beliebte Uhr, die für viele Leute den idealen Einstieg in die Welt der Schweizer Luxusuhren bietet. Ihr Edelstahlgehäuse misst 43 mm im Durchmesser und 12,7 mm in der Höhe. Damit hat sie eine typische Größe für eine Taucheruhr. Das Gehäuse ist dank der verschraubten Krone und dem langlebigen Saphirglas bis zu 30 Bar, also rund 300 Meter, wasserdicht. Die Lünette ist einseitig drehbar, wie es sich für eine Taucherlünette gehört. Sie besteht aus extrem kratzresistenter Keramik, was bei dem Preispunkt von nur 770 Euro absolut keine Selbstverständlichkeit darstellt. Am feingliedrigen Stahlband kostet die SeaStar 820 Euro. Das dunkelblaue Ziffernblatt und der ansprechende Sonnenschliff bringen einem das Meer in den Alltag. In der gesamten Kollektion bietet Tissot neben dem dunklen Blau auch schwarze, grüne, rote und hellblaue Ziffernblätter an. Die Variante mit der Siliziumfeder im Uhrwerk gibt es allerdings nur in dem edlen dunklen Blau. Das Design ist sehr schlicht gehalten, die runden Indizes und die großen Zeiger mit Luminova machen die Uhr gut lesbar. Dazu gefällt mir der Sekundenzeiger mit seinem Lollipop-Style und dem Tissot T am Ende. Das Textilband ist sehr gemütlich und macht die SeaStar zu einem super Begleiter im Alltag. Aber auch das Stahlband lässt sich absolut sehen. Die SeaStar 1000 Powermatic 80 Silizium hat, wie der Name bereits sagt, das beliebte Powermatic 80 Uhrwerk verbaut. Zudem wurde das Werk bei dieser Uhr durch eine Unruh-Spiralfeder aus antimagnetischem Silizium aufgewertet. So garantiert sie auch nach vielen Jahren noch eine hohe Ganggenauigkeit. Unsere zweite Taucheruhr ist die Certina DS Action Diver. Eine weitere Taucheruhr aus der Swatch Group mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer das Review gesehen hat, weiß, dass ich sehr viel vom Action Diver halte. Das Edelstahlgehäuse misst entspannte 42 mm im Durchmesser und hat sehr saubere Proportionen. Es ist dank der verschraubten Krone und dem entspiegelten Saphirglas bis zu 300 Meter wasserdicht. Die Lünette ist sehr griffig und einseitig drehbar. Sie besteht aus Aluminium und ist auf 12 Uhr mit einer leuchtenden Perle besetzt. Das tiefschwarze Ziffernblatt bietet einen herausragenden Kontrast und macht die Uhr gut lesbar. Das Design insgesamt ist sehr funktional. Die runden und keilförmigen Indizes sind dank der Luminova auch im Dunkeln gut lesbar. Ein Highlight bietet der Sekundenzeiger mit seinem farblichen Akzent in Türkis, Grün oder Rot. Das Edelstahlarmband ist ein großer Pluspunkt, da es nicht nur gemütlich sitzt, sondern auch eine Feinjustierung in Millimeterschritten hat. Das ist sowohl beim Tauchen als auch im Alltag extrem praktisch. Unsere Kunden geben uns ein sehr gutes Feedback dazu. Auch die Certina hat das Powermatic 80 mit 80 Stunden Gangreserve. Allerdings ohne die Siliziumfeder verbaut. Dieses Werk ist nichtsdestotrotz ein Leistungswunder beim Preispunkt von 795 Euro, vor allem in dieser rundum gelungenen Taucheruhr. Unsere dritte Uhr in der Liste kommt von Longines und heißt Hydro Conquest. Auch diese Uhr kommt mit Longines aus der Swatch Group.
Die in 2018 vorgestellte Generation ist in der Community einer der angesagtesten Diver und ich weiß auch warum. Das Edelstahlgehäuse ist sowohl mit einem 41er als auch mit einem 43er Durchmesser erhältlich und hat somit für jeden Handgelenktypen eine Alternative. Beide Varianten sind, dank der verschraubten und sehr gut geschützten Krone sowie dem entspiegelten Saphirglas, bis zu 300 Meter wasserdicht. Die Lünette besteht seit dem letzten Update aus Keramik und ist sehr hochwertig verarbeitet. Auch die Ziffern sind nicht zu auffällig und machen dennoch ihren Job tadellos. Das Ziffernblatt ist sehr aufgeräumt und die Ziffern auf 12, 6 und 9 Uhr werden optimal durch das Datumsfenster auf 3 Uhr ergänzt. Longines hat im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Platz geschaffen und die runden Indizes ganz an den Rand geschoben. Das finde ich sehr gelungen und wirkt schön aufgeräumt mit den ikonischen Zeigern und der Lollipop-Sekunde. Zudem ist die Hydro Conquest in Schwarz, Blau, Grau und seit diesem Jahr sogar in einem wunderschönen Grün erhältlich. So kannst du dir sicher sein, dass du die Uhr findest, die genau zu dir passt. Das Edelstahlarmband ist hochwertig verarbeitet und bietet neben einer Taucherverlängerung auch eine Sicherheitsschließe, die die Uhr bombenfest hält. Die Uhr wird von dem Automatikuhrwerk L888 angetrieben, einem durch Longines aufgewerteten ETA 2892 mit 64 Stunden Gangreserve und einer praktischen Datumsanzeige. Unser Diver Nummer 4 heißt Ocean Star 600 und kommt von Mido. Wie könnte es anders sein? Einem Teil der Swatch Group. Nur wenige Anbieter schaffen es, so hochwertige Produkte zu einem so attraktiven Preis anzubieten und Luxusuhren erschwinglich zu machen. Und mit der Ocean Star 600 setzt Mido ein absolutes Ausrufezeichen. Das Edelstahlgehäuse misst 43,5 mm im Durchmesser und 14 mm in der Höhe. Auch die Ocean Star hat eine verschraubte Krone, die von Crown Guards geschützt ist, sowie ein Saphir-Deckglas. Das Gehäuse ist bis zu 600 Meter wasserdicht und setzt dadurch in dieser Preisklasse neue Maßstäbe. Die Lünette besteht aus dunkelblauer Keramik und ihre Ziffern sind mit stark leuchtender Superluminova besetzt. Die Farbe passt optimal zum dunklen Blau des Ziffernblatts und glänzt dank der Keramik im Licht. Außerdem hat sie einen Schutzmechanismus, bei dem du die Lünette erst herunterdrücken musst, um sie dann zu drehen. Das verhindert ungewollte Verstellungen, zum Beispiel beim Tauchen. Das Ziffernblatt hat einen farblichen Verlauf von innen nach außen. Die Indizes sind für gute Lesbarkeit designt, die nicht mal durch das Datumsfenster auf 3 Uhr gestört werden kann, da diese Datumsscheibe in dunklen Farben gehalten ist und dadurch nicht so stark auffällt. Die Zeiger der Ocean Star sind total einfach und funktional gehalten. Nur die Sekunde hat mit ihrer orangenen Spitze ein kleines Highlight, das sich auch im Schriftzug Chronometer wiedererkennen lässt. Ich finde das Ziffernblatt sehr gelungen. Das Armband ist ein weiterer Pluspunkt. Sehr angenehm geschliffene Glieder, die zudem verschraubt sind, und die Feinjustierung in der Schließe machen die Uhr im Alltag extrem bequem und praktisch. Diese Kombination findet man, vor allem in dieser Price Range, nur sehr schwierig. Last but not least wird die Mido vom ETA 80 angetrieben. Dabei wurde die COSC zertifizierte Variante verbaut, die neben 80 Stunden Gangreserve auch noch eine sehr hohe Ganggenauigkeit hat, sodass ich diese Taucheruhr Chronometer nennen darf. Das waren meine Top 4 Taucheruhren, die ich dir ohne Probleme empfehlen kann. Wie gesagt, in der Description findet ihr die Links zu den Uhren bei uns im Shop auf www.alter.de und genauso ein kleines Freundschaftsgeschenk, einen Gutschein, mit dem die Uhren ein kleines bisschen günstiger werden. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, eure Uhrensammlung hiermit zu komplettieren. Wenn ihr Fragen habt oder sonst Interesse an Uhren habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Lasst mir gerne ein Like für das Video hier und falls ihr heute in diesem Video nicht eure Traumuhr gefunden habt, dann empfehle ich euch dieses Video. Ich bin mir sicher, da stelle ich euch eine Uhr vor, die könnte euch gefallen. Wir sehen uns in dem Video, macht's gut,
Euer Benedikt.